In Münster haben ca. 65 AtomkraftgegnerInnen gegen einen Uranmülltransport von Gronau über Münster nach Russland protestiert. Das ist ungewöhnlich in Zeiten der Corona-Pandemie, wo doch eigentlich Demonstrationen untersagt sind. Zunächst war die Mahnwache gegen den Atomzug auch vom Ordnungsamt in Münster untersagt worden. Nachdem die Initiative den Klageweg beschritten hatte, lenkte das Ordnungsamt noch vor einem möglichen Gerichtsbeschluss ein. Dazu der renommierte Verwaltungsrechtler Wilhelm Achelpöhler, der die Initiative vertrat. Naja, das liegt daran, dass in der Corona-Verordnung nicht Versammlungen generell verboten sind, sondern die zuständige Ordnungsbehörde Versammlungen dann zulassen kann, wenn die Schutzzwecke der Verordnung, nämlich die Ausbreitung der Infektion, gleichwohl gewährleistet sind. Der Protest richtet sich gegen den gefährlichen Transport von 600 Tonnen Uranhexafluorid. Bei einem Unfall würde die extrem giftige Flusssäure freigesetzt, die ein Kontaktgift ist. Sie wird von der Haut sofort resorbiert. Verätzungen tieferer Gewebeschichten und sogar der Knochen sind möglich. Für den Menschen kann dies mit multiplem Organversagen tödlich verlaufen. Das Restprodukt der Urananreicherungsanlage von Urenco in Gronau soll in Russland entgelagert werden. Die Züge rollen auch zu normalen Zeiten. Protestiert wird dagegen auch immer wieder. Nun ist die Situation eine andere. Die Initiative sieht den Protest auch zu Zeiten der Kontaktsperre als gerechtfertigt an. Matthias Eickhoff von der Initiative SOFA kritisiert vor Ort die Firma Urenco. Das wird von der Firma Urenco gemacht, die gehört in Deutschland zu RWE und E.ON. Und wir sind natürlich gegen diesen Uranmüllexport, das halten wir für völlig unverantwortlich. Und es zeigt sich auch, dass die Firma Urenco, RWE und E.ON auch in der Corona-Zeit einfach ohne Rücksicht auf Verluste transportiert. Die müssen ja jetzt ja Feuerwehr, Krankenhäuser müssen ja in Bereitschaft bleiben für den Fall, dass es einen Transportunfall gibt auf der Bahnstrecke. In Zeiten der Corona-Pandemie müssten also die Kapazitäten im Gesundheitswesen für Corona-PatientInnen freigehalten werden und nicht noch durch den Transport und etwaige Gefahrenabwehr blockiert werden. Deshalb sieht Matthias Eickhoff den Protest auch positiv. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass es heute hier so sehr sichtbaren Protest gibt. Das ist ja in Corona-Zeiten nicht selbstverständlich leider. Und da denke ich, setzen wir heute gemeinsam hier in beiden Punkten ein deutliches Zeichen. Und da sind wir auch für der Stadt Münster eigentlich, dass sie das so flexibel gehandhabt hat. Das kennt man aus anderen Städten ja anders, leider momentan. Das finden wir schon ein positives Zeichen. Zunächst war der Protest auf 15 Menschen beschränkt worden. Durch das bundesweite Echo nach der Auseinandersetzung kamen aber weit mehr Menschen. Zunächst wurde der Protest auch weiterhin auf 15 Menschen beschränkt. Die anderen mussten in Zweiergruppen abseits der Kundgebung verweilen. Wir haben maximal 15 Teilnehmer in dem Straßenraum dort hinten. Das heißt, ihr seid hier deutlich mehr im Moment. Die Überzähligen können sich hier in Zweiergruppen in deutlicher Distanz voneinander irgendwie in der Nähe aufhalten. Ein sichtbarer Unterschied war dabei aber nicht zu sehen. Später, als der Atomzug an der Kundgebung vorbeifuhr, erhöhte das Ordnungsamt dann die zugelassene Zahl der Protestierenden auf 45, sodass die meisten an der Kundgebung teilnehmen konnten. Während der Vorbeifahrt wurde der Atomzug auch entsprechend mit Trommeln, Pfiffen und Sprechchören ausgebuht. Hopp, 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 Atomtransporte stopp! Hopp, 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 Atomtransporte stopp! Hopp, 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 Atomtransporte stopp!